Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und in der letzten Folge haben wir übrigens den Inselkönig von Akala besiegt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. War sehr, sehr spannend, meine lieben Freunde. Und jetzt würde ich sagen, let's go mit der nächsten Folge. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Pokémon Mond, der Nassau-Edition. Im nächsten Part haben wir den Inselkönig hier von Akala besiegt, haben auch die Guma-Challenge gemacht, hier unten am Strand da rechts. Und wir sollen uns jetzt hier in dem Resort mit Team, beziehungsweise mit der Aether Foundation, ich will immer Team sagen, was ist die Aether Foundation, mit dem wollen wir uns treffen. Wir sind nämlich gerade an einem speziellen Resort auf Akala und, Alter, sieht das übermenschlich geil aus. Ist halt schon mega nice. Oh, guck mal, wer da ist er ja sogar schon, der Herr. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir, ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Aether-Paradies. Das Aether-Paradies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Aether-Paradies kommen, oder? Ja. Gut, dann folge mir bitte. Das Aether-Paradies ist ein überwältigender Ort. Warte, nehmt mich mit. Nanu, die Inselkönigin Maya verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut dem Pokémon eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge andere Dinge zu tun. Aber werft ihr doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah genau, unser nächster Treffpunkt. Ich erwarte eben Mali Hazirgarten auf der Insel Uda Uda auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, sie überfahrt vergeht auf so einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nicht geringeres als die Fähre. Okay. Krass. Okay, was zur... What the fuck? Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Solo? What? Wirklich? Nee, aber wäre cool, oder? Alter, ohne Spaß, ne? Manchmal triggern die einen richtig hier. Oh Junge, bin ich auf das Aether-Paradies gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, was da so abgeht. Oh Mann. Das wird wahrscheinlich sehr interessant werden. Und Marikake, die zweite Stufe von Robball, ist ja auch kurz nach der Entwicklung, ist ja auch sehr interessant. Deswegen, okay, wir fahren jetzt zum Aether-Paradies. Nice one. Okay. Sieht sehr skurril aus, aber wir können ja mal einen Blick drauf werfen, was da so alles abgeht. Boah, die Mucke, ey. Aether Paradies. Die Mucke ist ja mal krass, ey. Ich finde aber irgendwie, dass der Anfang, wo die Aether Foundation halt Lily verfolgt haben, schon die Hälfte gespoilert haben, dass die böse sein müssen irgendwie. Das wären wir, ihr beiden, das ist das Aether Paradies. Ich weiß nicht, das hat irgendwie voll viel gespoilert irgendwie. Oh, what the fuck, was geht bei den beiden ab? Mogelbaum und Mangunio, was geht bei euch ab? Okay. Das Aether-Paradies dient dem Schutz vom Unterhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neuesten Technologie. Zum Halt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Aether-Paradies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Was? Okay. Oh, guck mal, wer haben wir denn da? Ist das nicht auch einfach im Vorstand hier? Fabian. Nein. Würdest du mich bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich bin nicht umsonst einem Titel. Ich besitze nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bring sie dann zum Präsidenten, ja? Okay. Interesting thing. Uff.
Okay, oh, boah, die Boobs, was ist denn bei der los, ey? Pia, okay. Salut, Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Freut mich. Warum hat die so große Brüste? Was zur Hölle? Also, seht ihr das? Was zur Hölle? Moment mal, du kennst unseren Namen? Seht ihr das? Was ist das? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beide uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Okay, ist das gut? Sind die vielleicht doch nicht so böse, wie ich dachte? Also, vielleicht kommt noch ein Plot-Twist am Ende, aber zur Zeit wirken die doch noch sehr, sehr... Es geht aufwärts, okay? Sie wirken sehr, sehr normal, beziehungsweise nett sogar, aber... Irgendwas wird da wahrscheinlich noch passieren. Ich habe da irgendwas im Riecher. Aber es sieht schon krass aus, was die hier haben, ey. Ja, da war ein Wuffels und ein Pikachu. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Pikachu. Okay. So, Lotali. Ihr zwei seid ja auf Inselwanderschaft. Um Champ zu werden, gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Sie wissen gut Bescheid. Ja, wenn man 11 Jahre ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi kämpfen will. Wenn er alles gibt. Okay. Verstehe. Wenn man in eurem Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. So, Lotali, wir fahren weiter oben zur Schutzzone. Los geht's. Let's go. Okay. Alter. Das sieht so nice aus. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokéball im Ätherparadies verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Oh, Corazon ist cute. Sie sind bedroht, weil sie vom Pokémon namens Agrostella angegriffen werden. Agrostella? Ich lese euch aus meinem Pokédex vor. Oh, sieht schon cute aus, ey. Oh, wie süß. Agrostella kriecht mit seinen 12 Beinen über den Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. What? Opi hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Eine gute Frage. Wir wollten schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Das ist halt echt so, ne? Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn. Aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß, unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen und man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Oh, lieben gern mal. Also Samantha hört sich nach einem nice Name an. Was ist denn das hier? Das ist... Was haben wir denn hier überhaupt? Eingang... Nein, ich wollte gar nicht zum... Egal, wir gehen einfach mal zum Eingang runter. Da wollte ich zwar gar nicht hin. Ich fahre jetzt wieder hoch. Ich wollte nur lesen, was da stand. Genau, wir waren in der... An Schutzzone waren wir, genau. Und dann gibt es noch das Untergeschoss Anlegestelle und das Untergeschoss Laborbereich. Wir gehen erstmal zur Schutzzone und in der Schutzzone ist ja auch die Präsidentin, hat Pia uns erzählt. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass wir auch zur Präsidentin gehen. Also, ja. Oder wie sieht's hier aus? Mogokom ist ein Pokémon, das sich als Baum tarnt, um sich zu schützen. Aber wäre es nicht besser, wenn es sich hier wie ein Baum aus der Lola tarnen würde? Ja, das schon. Wie sieht's aus? Die Präsidentin hält sich hier in der Schutzzone auf. Bitte schaltet ihr einen Besuch ab. Tali? Hier sind noch ein paar Pokémon, denen von Team Sky Stimmen zugesetzt wurde. Okay, ja. Ach, da muss ich ja, okay. Was ich kurz noch mal fragen will, ist es cool, wenn ich 30 Minuten Parts oder mache oder wollt ihr weniger Minuten haben? Denn ich finde, das Spiel hat so viel, was man erkunden kann, dass man da einfach 30 Minuten für braucht pro Part, um überhaupt was zu erreichen. Deswegen, viele vermuten ja, dass es sich bei Starmie, einem Pokémon der Kategorie Mysteriös, in Wahrheit um einen Stern vom Nachthimmel handeln könnte, der einfach seine Gestalt verändert hat. Was, wenn die Pokémon uns bloß benutzen, damit wir uns um sie kümmern? Tja, das sind so die Gedanken, die mir ab und zu kommen. Das könnte sein, ja. Wenn Pokémon sich entwickeln, ändert sich ihre Gestalt. Es gibt auch Pokémon-Arten, die durch einen Formwechsel zwischen verschiedenen Gestalten und Fähigkeiten wechseln können. Die Regionalform unterscheidet sich jedoch offenbar vom Formwechsel. Das ist auf jeden Fall schon, das war ja kein Formwechsel, das war ja eine... Naja, eine komplette
Die haben ihre ganze Art geändert, sagen wir mal. Was geht bei euch ab? Ich habe gehört, dass die PC-Boxen von jemandem namens Bill aus der Kanto-Region entwickelt wurden, ja? Er soll richtig verrückt nach Pokémon sein. Die Pokémon in den PC-Boxen kann man ja auch in hunderten von Jahren noch einsetzen. Sie sind also eine Art Zeitmaschine. Cool, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Okay, hier geht's also nicht her. Also müssen wir vielleicht da vorne her, oder? Ne, wir müssen hier hinten her. So sieht's aus. Okay. Oh, Alola Slimer. Es geht. Wie die Regionalformen entstehen konnten? Naja, das lässt sich ganz leicht erklären. Wer lange genug Urlaub in der Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Ich glaube, die Regionalformen sind auf ganz ähnliche Weise entstanden. Ja, so kann man das auch sehen. Wenn man sich lange in einem Gebiet aufhält, was, naja, eine andere klimatische Zone hat, wie das, wo man vorher war, verändert man sich ja auch so ein bisschen. Wir kriegen zum Beispiel eine hellere oder dunklere Hautfarbe dadurch und diese Pokémon verändern halt ihre ganze Art dadurch. Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Wo ist das, Samantha? Nanu. Die hat aber lange Haare. Sie erinnert mich so ein bisschen an Cynthia, glaube ich, ne? Oh, hi, hier ist diese. Oh, damn. Alter. Sweet girl. Sildo und Tali, ich heiße euch in der Ätherparadies willkommen, der Privatinsel der Ether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schreckliche, egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf dem Wohlbefinden dafür einsetzen, um Profit zu machen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Okay. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst, Präsidentin, solch eine große Organisation und das, obwohl du doch noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln, da verzeih ich dir doch sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen, was? Guter Witz. Als ob die über 40 ist. Im Ernst jetzt? Jetzt sei doch nicht so schockiert, ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei einem Einkaufspummel beraten. Ich weiß nicht, dein Stil ist schon ziemlich speziell, Lili steht das sicher toll, aber mir? Okay, warum reagiert sie gerade so komisch auf Lili? Jetzt mach dir mal keine Sorgen, überlass das alles mit mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Soll das vielleicht ein kleiner Vergleich zu Lily sein, Zwinker, Zwinker? Die Leute, die schon gespoilert sind, wissen, was ich meine. Der Rest einfach nicht beachten. Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Was ist hier los? Was geht hier vor sich? Es ist soweit! Oh mein Gott, das ist die erste Ultrabestie! Die erste Ultrabestie, oh mein Gott! Oh mein Gott. Was zur Hölle? Die erste Ultrabestie, die wir jetzt kennen. Das ist UB01, ne? Du kommst aus einer anderen Welt? Fiep, fiep. Samantha, sei vorsichtig. Irgendwas stimmt mit diesem Ding nicht. Was zur Hölle ist das? Du arme Kreatur. Was? Was bei dir falsch? Fiep, fiep? Willst du kämpfen? Was? What? Fragezeichen erscheint. Was? Hört sich deine besondere Aura und steigert zu einer Verteidigung stark? Goddammit. Ich würde mal behaupten, wir setzen hier einen kleinen Spukball ein. Und guck mal, was er wirkt. Okay, er wirkt schon viel, aber Giftschock würde... Tut er weh? Nee, ne? Ganz und gar nicht tut er weh. Perfekt. Und wir haben ihren Giftschock blockiert. Okay. Wie wär's mit einem Tiefschlag? Geht der klar? Oh, der macht schon ein bisschen mehr... Oh, das war ein Volltreffer. Nice. Und Y... Oh, oh. Das... Ah, das geht. Das tut gar nicht mal so viel mehr weh, als ich dachte. Okay, dann gehen wir jetzt mit dem Spukball und dann ist das Ding weg. So, weil fangen können wir es ja nicht. Okay.
Oh, das war, ihr seht noch 492 Erfahrungspunkte, als ob für eine Ultra-Beste 492 Erfahrungspunkte, was zur Hölle? Oh, sie verschwindet. Oder? Nein, doch nicht. Doch, sie verschwindet, was? Fragezeichen ist verschwunden. Ich hätte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das kleine... Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Was meinst du damit, Samantha? Was war das gerade für ein Blick? Was ihr eben gesehen habt, war eine Ultrabestie. Ein Wesen aus einer unbekannten Dimension, das durch eine Ultra-Vorlesung schießt. Was ist das für ein Blick? Seht ihr das? Der sieht diabolisch aus. Der sieht diabolisch aus, meine lieben Freunde. Es muss verängstigt gewesen sein. Immerhin wurde es ohne Vorwarnung in unsere ihm völlig unbekannte Welt gebracht. Ich muss ihm helfen. Ihm mit bedingungsloser Liebe begegnen. Was geht bei dir? Ihr beiden, ich danke euch. Was soll er? Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Wanderschaft sind, richtig? Bring sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohl auch sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten, damit meine Aether Foundation in der Lage ist, auch Ultra-Bestien in ihre Obhut zu nehmen. Okay, was geht bei der Ollen? Dann werde ich euch mal nach Ula Ula bringen. Oh, wir gehen jetzt zur nächsten Insel über. Nice. Und schau, Samantha. Viel Spaß noch hier. Und wir gehen auf den Weg. Nach Ula Ula. Wir haben jetzt Arcana schon letztens gemacht, im letzten Part. Jetzt sind wir hier auf dem Weg zu Ula Ula. Nachdem wir Mele Mele schon hatten. Das muss ich unbedingt Professor Burnett erzählen. Ja, dieser Unfall, wie man es nennen will, mir fehlen leider die Worte, aber ich bin froh, dass ihr so positiv steht. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Einmal ist er da und eine TM. Krass, und was für eine TM? Wow, ein maximaler Sada. Danke. Findet ihr nicht auch, dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nächst geht über eine leckere Mahlzeit, die man sich mit lieben Menschen teilen kann. Ach ja, so, das ist für dich. Wir kriegen Psychokinese. Nice. Nice one. Das erfreut mich doch ein bisschen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz gut. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abenteuer auf eurer Inselwanderschaft. Winky, winky. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Pia. Okay. That's pretty cool. Wir haben einfach mal die TM. Boah, wie geil ist das denn? Können wir bitte hier irgendwie was... Mir steht das Herz immer noch bis zum Hals. Können Sie irgendwie was in diesem, in die Ultra-Fragen gibt es also wirklich... Die Ultra-Fragen auch. Können Sie irgendwas hier in dem Schiff machen? Das wäre ziemlich cool. Die Welt steckt voll Überraschungen. Ich will hier irgendwie drin kämpfen oder so. Irgendwas Cooles machen. Ich bin schon gespannt, was uns auf der nächsten Insel alles erwartet. Ich zeige für einen Snack. Wir brauchen jedes bisschen an Kraft und Energie, das wir kriegen können. Hey, gönnst du dir erstmal Lasser da, ey. Möchtest du was, was abhauen? Hier, herein. Ah, okay, wir gehören jetzt zusammen hier, was? Hm, Mann, war das lecker. Schade, dass wir nicht mehr da sind. Dass nichts mehr da ist. Okay. Ula, Ula. Die nächste Insel. Und die schaut mir schon sehr, sehr edel aus, genau wie die letzte Insel. Sehr viele verschiedene Terrains. Eine große Insel mit Bergregionen. Das könnte echt lustig. Oh. Was ist das? Alter. Schon wieder so ein Chinatown Tower. Ist das jetzt eine japanische Kultur und das eben war eine chinesische Kultur? Kann das sein? Hutsasa! Da wären wir. Und dieses Mal ganz ohne Stolpern. Okay. Krass, ey. Ula Ula sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Weißt du was, Solo? Holen wir unsere Pokémon raus und kämpfen. Gerne, ja klar, mach ruhig. Unsere Pokémon sollen schließlich auch die frische Luft von Ula Ula schnuppern dürfen. Na komm, das wird ihnen bestimmt gut tun. Erstmal ein fucking Rivalen-Battle hier. Ziemlich geil. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass er jetzt noch einen Rivalen-Battle raushauen will. Aber geil, freut mich. Ich bin gehypt auf das Battle. Los, Harley, komm. Raichu hat er schon, okay. Das Alola-Raichu sogar. Krasser Scheiß. Okay, was soll er sonst haben, ne? Weißt du, das
Mir schon klar, aber ich hätte gerne die CMs die Chinesen vorher noch drauf getan auf ihn. Das wäre schon ziemlich schwierig gewesen. Ja, genau! Willst du mich verarschen? Warum kann er denn schon Psychokinese? Nein! Fucking Spooky wurde besiegt! Alter, willst du mich verarschen? Sie hat fucking Spooky Max Spookspook besiegt. Nein! Boah, Alter, unglaublich das Teil. Ruckzuck, ja, verpiss dich mal, ey. Gönn dir erstmal einen freshen Biss, mein Freund. Nein, Alter, das war eine Step-Attacke auch noch. Der ist einfach ein Typ Psycho, als ob. Als ob! Nein! Einfach nein! Fully Purba. Oh. Ne, ich bin gerade sichtlich abgefuckt, Leute. Sichtlich bin ich abgefuckt. Fucking Fully Purba, geh mal sterben, Alter. Ich frage nicht nur, was wir jetzt ins Team nehmen sollen. Ruckzuckief. Wir haben unser Spooky verloren. Oh nein. Es pisst mich gerade schon ein wenig an, dass wir unseren Spooky verloren haben. Ein wenig viel, wenn ich ehrlich bin. Dynamische Maxi-Flamme, gönn dir. Ja, und das ist so unnötig. Ich hätte nicht geahnt, dass er irgendwie zu Chinese drauf hat, ey. Das ist sehr effektiv, ja, ich weiß. Gönn dir die Nitro-Ladung, Ino. Na, Ruckzuckieb wieder. Die gönnen sich mal voll den Ruckzuckieb hier. Was ist denn los bei denen? Ich hoffe, das Ding geht RIP mit der Nitro-Ladung. Geht's einfach nicht, ey. Als ob. Haben wir auch einen Ruckzuckieb? Wir haben Klingenstunden Schnabel. Egal, wir sind eh schneller. Ah, ist jetzt... Du kannst auch nur Ruckzuckieb einsetzen, oder? Was geht denn bei dir? Fully Purba, chill mal dein Leben. Chill mal dein Leben ein wenig. Oh Mann, ey. Das ist doch nicht, ohne Spaß. Ich komme gerade echt nicht drauf klar, was gerade passiert ist mit Zunder. Ich komme gerade nicht drauf klar, was passiert ist. Nee. Nee. Ey. Wahrscheinlich Level 30, oder? Level 29. Ja, super. Nee, ich finde das gerade gar nicht geil. Also, ein Pokémon, was ich jetzt schon so krass in mein Herz geschossen habe, das Spooky war so ein geiles Pokémon. Einfach ein Gengar. Ein fucking Gengar hatten wir. Und das ist einfach gerade gerippt. Max reicht Level 32. Und Marikek ist fast auf Level 34. Das heißt, wir entwickeln sich auch bald. Deswegen würde ich sagen, ignorieren wir die City jetzt erstmal, gehen zur nächsten Route, holen uns da das nächste Pokémon einfach. Und fangen das nämlich ins Team auf. Und ja, gucken mal. Was ist das? Das ist der Hafen, ne? Ja, okay, wie kommen wir denn schnellstmöglich jetzt zur nächsten Route, ist die Frage, oder? Nehmen wir mal ganz kurz, kommen wir nehmen einfach. Oder? Was haben wir überhaupt noch im Kasten drin? Ich weiß es gerade nicht. Was können wir für Spooky Max Spook Spook reinhauen? Erstmal das hier. Wir können Greninja an sich mit reinhauen. Wir könnten Greninja mit reinhauen. Ja, komm, Wasserpsycho wäre am Ende auch schon ganz okay. Dann können wir da Psychokinese draufhauen. Ja, machen wir das so. Ja, gut. Wir haben jetzt zwei Wasser-Pokémon, aber das, wie gesagt, dann kriegt man auch einen Psychotypen dazu. Deswegen, das ist schon mal okay. Zwar fuckt mich gerade echt mies ab. Aber ja, kann man wohl nichts machen. Kann man nichts machen. Na, gut. Muss noch aufheilen. Nee, also ich bin gerade echt ein bisschen abgefuckt. Gengar war echt ein Pokémon, was ich echt ins Herz geschossen habe. Und das ist mir gerade einfach RIP gegangen, ey.
Na gut. Leute, wir sehen uns leider ohne Gengar im nächsten Part wieder. Leider. Bis dahin noch einen schönen Tag, beziehungsweise ein schönes Video. Und vielleicht, wenn ihr noch genug Daumen hoch gibt für das nächste Video, gibt es noch ein weiteres Video heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute. Euer Solo. Haut rein.